Hi zusammen! Im heutigen Video reden wir über Modulgrößen. Der Grund dafür ist die Änderung an der 2-Quadratmeter-Regelung. Das DEPT hat einen Vorschlag für die Gremien der Bundesländer erstellt, wie man diese Regel erweitern könnte auf 3 Quadratmeter. Einige Bundesländer haben sich bereits damit auseinandergesetzt und ermöglichen die Installation von Modulen über 2 Quadratmeter bis 3 Quadratmeter auf Aufdachanlagen. Der Grund dafür ist einfach, die Zelttechnologien entwickeln sich weiter, die Module werden dementsprechend größer und somit müssen wir uns hier anpassen. Aus diesem Grund beschäftigen wir uns in diesem Video jetzt damit, welche Modulgrößen wir in unserem Portfolio Ihnen zur Verfügung stellen können. Als erstes haben wir hier unser Soluxtec Alpin, ein kleines stabiles Modul. Danach als Exemplar das Longi Haimus 6 Explorer für die Standardgröße. Etwas ganz Neues, das Trina Vertex S Plus, jetzt über 2 Quadratmeter groß, dafür aber auch mehr Leistung. Und unser Standardprojektmodul, das YAM 66 D45. Als erstes würde ich mich mit dem IP-Modul auseinandersetzen. Das IP-Modul von Soluxtec ist ein kleineres Modul. Es hat die Standardhöhe, die wir derzeit gewohnt sind, von 1,72, aber die Breite nur von 96. Dies sieht man ganz einfach, da wir hier nur 5 Reihen mit Zellen haben. Es ist ein kleines Doppelglasmodul, dadurch sehr stabil und eignet sich hervorragend für Bereiche mit hohen Lasten. Auch hervorragend dafür auf Tiefgaragen, kleinen Garagen oder auch für Dachgauben. Genau. Jetzt kommen wir zu der Standardgröße des Moduls. Ein Modul, auf die Maße muss ich nicht viel zu sprechen kommen. Die 1,72 und die 113 sind Ihnen bereits bekannt. Diese installieren Sie seit Jahren. Hier haben wir jetzt exemplarisch, wie nochmal erwähnt, das Longi Haimus 6 gewählt. Durch seine HBPC-Technologie und somit die Backcontact haben wir hier vorne keine Busbars mehr, was zu einer schönen Optik und wirklich dunklen Aussehen führt. Aber natürlich könnten hier auch jederzeit Module von Yasola, Hyundai, Longi, Trina oder Cinco stehen, da auch diese Maß entsprechen. Im Allgemeinen sind Sie die Installation gewöhnt, die Kombination mit Novotegra und ermöglicht Ihnen einfach eine einfache Handhabung, die Ihnen bereits bekannt ist. Das neue Modul ist hier unser Trina Vertex S Plus. Hier haben wir auch weiterhin einen 54 Zeller, dieser ist aber nun 1,96 hoch auf 113 cm. Dies kommt zustande, da wir hier jetzt nicht mehr die M10 Waver haben, sondern einen Waver mit 210 auf 180 mm. Das heißt, wir haben weiterhin die Standardgröße oder die Standardbreite eher gesagt, wie bei unseren Standardmodulen. Das heißt, die Handhabung auch mit unserem Montagesystem Novotegra dementsprechend ist deutlich, bleibt genau dieselbe. Aber die Länge durch die erhöhte Größe der Zellen ist nun 20 cm länger geworden. Dementsprechend für Dächen, die ein bisschen länger sind oder auch, wenn Sie einfach mehr Leistung haben wollen und in einem der Bundesländer installieren, welches auch schon Module bis 3 Quadratmeter zulässt, ist dies eine tolle Alternative für deutlich mehr Leistung. Noch größer oder eher höher wird es noch mit unserem Yasola YAM 66 D45. Dieses Modul hat auch die Standardbreite von 113, aber ist noch deutlich höher mit 2,38 Meter. Dies ist natürlich dem geschuldet, da es sich hier um einen 66-Zeller handelt. Also in Bundesländern mit der 3-Quadratmeter-Regelung wie Bayern können Sie dieses Modul auch bereits auf Residential-Anlagen installieren. Natürlich die Handhabung und Installation muss natürlich dementsprechend ein bisschen angepasst werden bei dieser Größe vom Modul. Im Allgemeinen müssen wir ehrlich sein und sagen, bei diesen Modulen bringt es einen Vorteil und einen Nachteil. Weniger Module für die gleiche Leistung heißt, wir haben weniger Steckerübergänge, weniger Fehlerquellen. Das Problem dabei ist aber, wenn ein Modul ausfällt, ist der prozentuale Verlust der PV-Anlage deutlich höher, als wenn jetzt zum Beispiel ein 400-Watt-Peak-Modul ausfällt. Dennoch eignet sich dieses Modul hervorragend nun auch für gewerbliche Aufdachanlagen. Mit unserem Montagesystem Novotegra müssen Sie sich hier bei verschiedenen Modulgrößen gar keine Gedanken machen, denn es kann mit jedem dieser einzelnen Modulgrößen umgehen. Natürlich müssen Sie im Allgemeinen hier noch auf die Herstellervorgaben für die Klemmbereiche oder die Klemmstellengröße achten, aber dies finden Sie auf unseren Homepages oder auch natürlich beim Hersteller selbst. Wenn Sie unser Planungstool SolarPlanet nutzen, wird hier auch bereits die Größe und die Abmessung der Module für die Kalkulation Ihres Montagesystems berücksichtigt. Das heißt, bereits jederzeit kümmern wir uns darum, dass auch hier die richtige Anzahl, die richtigen Stellen für die Klemmung, für die Stabilität gegeben sind. Im Allgemeinen wird sich die Technologie immer mehr in diese Richtung bewegen, dass die Module etwas größer werden, aber wir sind noch lange nicht bei 3 Quadratmeter Modulen, sondern ein bisschen über 2 Quadratmeter. Das heißt, das Handling ändert sich etwas, aber wir bekommen dementsprechend etwas mehr Leistung aus jedem Modul.
Natürlich muss man auch ehrlicherweise sagen, im Allgemeinen bleibt der Modulwirkungsgrad bzw. der Wirkungsgrad pro Quadratmeter sehr identisch. Aber sie profitieren natürlich von einem anderen Formfaktor bei den Modulen. Das heißt, bei Anlagen, wo sie bisher nur zwei Module in Reihe machen konnten, weil sie sonst das dritte Modul übersteht, können sie nun mit neuen Formfaktoren gegebenenfalls noch mehr Leistung aufs Dach bringen. Was natürlich ein Riesenvorteil ist. Wenn Sie natürlich dann dementsprechend in unserem Webshop jetzt nach Modulen suchen wollen, mit den Abmessungen, nutzen Sie einfach unsere Filter auf der linken Seite. Hier können Sie nach Millimeterangaben der Längen und der Breite jederzeit filtern oder auch nach der Dicke. Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit diesem Video die verschiedenen Modulgrößen unseres Portfolios etwas näher bringen und auch die Anwendungsfälle. Bei Fragen wenden Sie sich jederzeit gerne in unseren Vertrieb. In der Beschreibung unten finden Sie Links zu allen unseren Modulen. Wenn Sie Fragen haben, nutzen Sie natürlich auch jederzeit gerne die Kommentare und lassen Sie gerne ein Abo da. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und viel Spaß beim Installieren.